ich, die schlimmste Armut ist die Armut der Menschen, die auf Mülldeponien leben. Das habe ich jahrelang gedacht, das ist schlimm. Wirklich schlimm für die Leute, weil die im Grunde keine Hoffnung haben, da wirklich rauszukommen. Jedes Mal, wenn man Leute umsiedelt, denen neue Perspektiven öffnet, werden die Plätze, die frei werden, von anderen Menschen wieder eingenommen, weil das für viele Menschen eben der letzte Ressort ist, um überleben zu können. Danach habe ich die Leute in den Rotlichtmilieus kennengelernt und da habe ich gemerkt, es gibt noch eine andere Art von Armut, die genauso schlimm ist, manchmal sogar noch schlimmer, weil die Mädchen, die jungen Mädchen, Kinder häufig in Rotlichtmilieus, die ausgebeutet werden von Sextouristen, ihre Würde verlieren. In der Art und Weise, wie sie behandelt werden. In Asien sind das häufig die Sextouristen aus verschiedenen Ländern, Nachbarländern, der Philippinen in diesem Fall, die die Mädchen auf eine Art und Weise ausbeuten, die einfach nicht akzeptabel ist. Und die Mädchen verlieren ihre Würde. Das ist die schlimmste Art von Armut, die ich kenne. Was können wir im so reichen Europa davon lernen? Was lernen wir von den Philippinen? Eine ganz wichtige Sache für mich ist, dass wir einfach uns auf das Wesentliche konzentrieren als Menschen. Das Wesentliche im Leben ist ja viel mehr als Besitz zu haben, das wissen wir alle. Es geht um die Existenz, es ist eine Sinnfrage. Ich arbeite mit Menschen, die unheimlich arm sind, auch materiell arm sind, aber auch mit Menschen, die sehr reich sind, aber dann auf eine andere Art und Weise arm sind. Die Sinnfrage, die stellen wir uns als Menschen, was ist der Sinn meines Lebens? Wie kann ich mein Leben, das Leben der nächsten Generation sinnvoll mitgestalten? Das sind so die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und deshalb ist das für uns wichtig, wieder von den Armen zu lernen, weil die wirklich mit ganz einfachen Sachen auskommen. Es gibt eine gewisse Herzlichkeit, die ich aus der eigenen Heimat kenne, in Norddeutschland, die Nachkriegsgeneration. Man hatte wenig, es ging um ganz andere Werte. Familie war wichtig. Es ging darum, dass man ja, Sinn im Leben hatte, ohne materielle Dinge zu besitzen. Materielle Dinge, das ist vielleicht das, was wir von den Armen lernen können, geben uns keinen Sinn und machen uns nicht wirklich glücklich. Was wirklich glücklich macht, sind Beziehungen, Beziehungen der Menschen. Und das ist im asiatischen Kontext sehr, sehr wichtig. Man kann nicht leben, ohne Beziehungen zu haben. Das heißt, alles geht um Beziehungen. Man kann nur nicht einmal dort arbeiten, ohne Beziehungen aufzubauen. Deshalb, das ist vielleicht das, was man zusammenfassend sagen kann, ist wichtig, was wir wieder neu lernen können, wie wichtig menschliche Beziehungen sind, um überhaupt überleben zu können. Das ist für diese Generation wichtig, aber auch für die Zukunft. Wir müssen in diesem Sinne an die Zukunft denken, an die nächste Generation, eine Beziehung aufbauen mit uns selber, mit der Natur und dann natürlich auch, wir glauben als Steiler, mit der tieferen Dimension unserer Existenz, die wir Gott nennen. Ja. Das Schlagwort, was vorher in der Diskussion bestimmte, Wohlstand für alle, ist das ein Postulat oder ist das... Ja, das ist eine komplexe Frage, weil Wohlstand für alle wird nicht funktionieren. Der Wohlstand, wie wir ihn derzeit definieren in Europa, das ist ein Wohlstand, der ja oft nur möglich ist aufgrund der Armut in anderen Ländern. Die materiellen Dinge, die sehr billig hergestellt werden, aufgrund billiger Arbeitslöhne, wir kennen die ganzen Zusammenhänge, dass uns dann halt diese Art von Wohlstand hier in Europa erlaubt. Das ist ja nicht möglich, ne, weltweit. Das funktioniert nur, weil auf der anderen Seite der Welt eben Menschen sind, die in Armut leben. Aber es gibt einen Zusammenhang da und der müsste analysiert werden, das muss studiert werden. Und da arbeiten ja viele Leute drin, um diese Zusammenhänge zu verstehen und auch zu ändern, ne, positiv zu beeinflussen. Von daher, Wohlstand, das ist auf den Philippinen zum Beispiel nicht unser Problem. Ich komme gerade aus Südamerika zurück, in Bolivien, Argentinien, das ist auch nicht unser Problem. Es gibt viele Menschen, die haben gar nichts. Die können nicht einmal dreimal am Tag essen. Darum geht es, wir wollen dreimal am Tag essen. Die Armen wollen ihre Kinder in die Schule schicken können. Die Armen wollen gesundheitlich versorgt sein. Und vor allen Dingen wollen die Arbeit haben. Und das ist genau das, was uns fehlt. Also in dem Sinne, Wohlstand, da sind wir weit von weg. Wir wollen die grundsätzlichen Dinge, die wir als Menschen brauchen, eben haben. Und darum geht es. Ne? Eine Frage noch an Sie als Steiler. Wozu braucht ein Orden eine Bank? Ja. Für uns ist das eine interessante Erfahrung, eine Bank zu haben. Das Ganze fing ja vor über 50 Jahren an. Das war damals sehr innovativ. Es gab viele Reaktionen im Orden auch, genau diese Frage gestellt. Wieso brauchen die Steiler eine Bank? Werden wir jetzt auf einmal Kapitalisten? Aber die Idee war ganz anders. Die Idee war, einfach Leute zu animieren, ja, zu sensibilisieren, auch für die Nöte der Menschen in der Welt. Dass man gleichzeitig dabei verdienen kann, aber auf einen gewissen prozentualen Zinssatz verzichtet und damit gleichzeitig mithilft, die Welt zu verändern, wie wir uns das vorstellen. Das heißt also konkrete Projekte, dann aber auch gleichzeitig Bewusstsein zu schaffen innerhalb einer Gruppe von Menschen, die häufig Entscheidungsträger sind.
Und diese Auswirkung, ich glaube, da muss doch viel drüber studiert werden, was das im Grunde heißt, wenn Menschen Schlüsselpositionen haben, gleichzeitig in einer steiler Bank investieren zum Beispiel und dann gleichzeitig Projekte konkret unterstützen, aber auch gleichzeitig merken, es gibt viele Probleme auf der Welt, die wir als Entscheidungsträger auch beeinflussen können. Das hat den Doppeleffekt dann. Ne? Man unterstützt konkrete Projekte, man wird aber auch sensibilisiert, man wird auch ja, in dem Sinne mit involviert in die Zukunftsplanung der Menschheit, der nächsten Generation. Und das ist unser Interesse als Steiler. 2014, da sind die Steiler schon sehr viel älter, wird die Bank 50. Ja. Und Sie haben einen Wunsch frei. Welcher ist das? Dass die Bank genauso weitermacht, dass noch mehr Menschen investieren und mehr Menschen davon beeinflusst werden, von diesem System, dass sie großzügig Projekte unterstützen, indem sie teilweise auf ihre Zinsen verzichten, aber gleichzeitig auch das Bewusstsein wächst für die Nöte der Menschen in der Welt.